Die neuen Wiener Geigen. Mein lieber Freund und Kollege Christoph Schachner hatte die Idee dazu geboren. Eine Veranstaltung, wo Musiker, namhafte Musiker, auf neu gebauten Instrumenten, zunächst waren es einmal nur Geigen, spielen. Und das war die ursprüngliche Idee. Aber die Idee eigentlich ist die, zu zeigen, dass im Geigenbausektor auch neu gebaute Geigen durchaus mit der Qualität von alten Instrumenten mithalten können. Und aber natürlich teilweise billiger sind. Die Problematik bei der Geige war ja die, dass die Geigen selbst, ungeachtet ihres musikalischen Wertes, ja, ungeachtet ihres Klanges, zu einer Antiquität aufgestiegen sind. Das heißt, eine Geige wurde auf einmal ein Handelsobjekt und nicht mehr nur ein Musikgegenstand. Und dadurch wurde sehr viel Mythos künstlich erzeugt, ja, vor allem was altitalienische Instrumente anbelangt, die teilweise wirklich ganz schlecht gearbeitet sein können, aber weil sie aus dem 18. Jahrhundert stammen oder aus dem frühen 19. Jahrhundert stammen, automatisch in der Taxe sehr hohe Preise erzielen können.